Die Roten Teufel mussten auch im zweiten Derby den Gegnern gratulieren. Dabei hatte es gar nicht so schlecht angefangen, denn im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt waren es die Kurstädter, die den ersten Treffer erzielen konnten. 13. Spielminute und Nick Dienen erzielte den Führungstreffer für die Gastgeber. Doch die Huskies hatten eine Antwort parat und das auch noch im ersten Drittel. Jack Downing mit dem Ausgleich. Für Kassels Trainer Nico Rossi gab es Redebedarf mit seinem Torhüter in der ersten Pause. Im Mittelabschnitt waren es erneut die Teufel, die den ersten Treffer markierten. Etwas mehr als 4 Minuten waren gespielt, da waren die Bad Nauheimer wieder in Führung. Doch leider hatten die Nordhessen erneut eine Antwort parat. Kassel erzielte den Ausgleich. Mit einem 2:2 ging es dann ins Schlussdrittel. Und diesmal waren es leider nicht die Teufel, die das erste Tor erzielen konnten, sondern die Huskies. Und die Schlittenhunde setzten 2 Minuten später sogar noch einen drauf. 4:2 die Führung, damit war das Spiel für die Teufel gelaufen. Wir spielen diszipliniert unser System, aber dann nehmen wir die Strafen immer in falschen Zeiten. Heute hat das wieder den Sieg gekostet, aber man kann nichts über die Arbeitsweise von Mannschaft eigentlich nicht sagen. Wir arbeiten, wir wollen alle und leider hat es wieder nicht geklappt. Zwar konnte der EC Bad Nauheim noch den Anschlusstreffer erzielen, doch das nutzte alles nichts mehr. Wie am Freitag in Frankfurt standen die Teufel mit leeren Händen da. Die Mannschaft spielt eigentlich immer das gleiche System, dass die Unterschiede kommen da, wie du deine Zweikämpfe gewinnst oder verlierst, wie du die löst, die Situationen mit einer individuellen Klasse. Und wenn du mehr Zweikämpfe gewinnst, gewinnst du meistens auch das Spiel. Und so feierten die Huskies mit ihren mitgereisten Fans, sehr zum Bedauern der Teufelanhänger. 0 Punkte Wochenende für die Kurstädter.